Moin, wir sind's wieder, der Manu und Der Lukas. heute haben wir für euch Azul mitgebracht. Ich halte mich heute ein bisschen zurück, weil ich kenne tatsächlich nur die Version Die Gärten der Königin. Von Azul gibt es, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Versionen. Das ist tatsächlich das Standardspiel. Also das erste, was rauskam, hat auch einen Spielepreis 2019 bekommen, 2018 auch. Genau, werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Lukas wird das Spiel einmal erklären und ja, ich schau mal, wie sich das unterscheidet von den Gärten der Königin. Ziel ist wie bei vielen Spielen. Man muss die meisten Punkte bekommen und man kann das Spiel von 2 bis 4 Spieler und Spielerinnen spielen. Das unterscheidet sich an dieser Manufakturen. Wenn man zu zweit spielt, werden insgesamt 5 Manufakturen hingelegt, so wie wir das jetzt auch machen. Bei 3 Spielern sind es 7 Manufakturen und bei 4 Spielern und Spielerinnen sind es 9 Manufakturen. Diese Manufakturen werden in jeder Runde, man spielt das Spiel in Runden, immer neu mit einzelnen Steinchen belegt. Auf jede Manufaktur kommen immer 4 Steine. Vielleicht kann man euch mal die unterschiedlichen Na Muster klar, zeigen. ich zeig euch die mal. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Das ist das Muster. eine. Und dann geht das Spiel wie folgt los. In jeder Runde gibt es halt die Option, immer dieselben Steine zu nehmen. Und dann würde ich jetzt in diesem Fall dieselben Steine nehmen. Die anderen Steine werden in die Mitte geschoben. Und man muss zu Beginn einer einzelnen Runde immer die Steine auf die linke Seite des Spieltableaus zeigen. Vielleicht zeigt Manu euch einmal das Spielbrett. Also das Ziel ist es, nachher werden die Steine von der linken Seite in jeder Runde nach rechts eingerückt. In diesem Fall würde, wenn das linke Tableau voll ist in einer vertikalen, dann rückt man die Steine ein. Es ist auf jeden Fall Ziel, am Ende einer Runde immer volle vertikale Reihen hinzubekommen. Dann wäre ich jetzt dran. Ich könnte mir auch von einer Farbe welche aussuchen von diesen Geräten. Und die Genau. anderen würden in die Mitte wandern. Ne? Das ist Genau. beim Gärten der Königin auch so. Die sehen nur ein bisschen anders aus. Ich nehme mal die beiden Schwarten hier. Zack. Das Ist das Spiel. denn sinnvoll, die dahin zu. Also ist die Reihe gesperrt für andere Steine, wenn ich jetzt. Für diese Reihe ist sie gesperrt, aber du kannst das hier alles noch Das befüllen. heißt, wenn ich theoretisch die hier hinlegen könnte, könnte ich hier trotzdem noch welche legen. Genau, aber Okay. immer nur die an Dann dasselbe lege ich die vom jetzt einfach gleichen mal hier hin. Muster. Ich würde jetzt in diesem Fall den Stern machen. In der ersten Runde kann man noch nicht so viele Punkte sammeln, das wird sich gleich zeigen. Ich habe jetzt hier zwei freigelassen, weil ich habe die noch gesehen gerade, die gleichfarbig sind, die würden in die Mitte wandern. Genau. Man kann natürlich dann auch immer aus der Zack. Mitte nehmen. Die Person, die als erstes aus der Mitte nimmt, muss immer diesen Stein nehmen. Der wird dann hier unten hingelegt und wird am Ende mit -1 bewertet. Jetzt würde ich in diesem Fall die 3 gelben nehmen. Und dann wäre Manu wieder dran. Und jetzt ist es, also ist beim Gärten der Königin so, dass die Mitte dann frei ist, oder? Und ich Ja, würde, genau. das heißt, ich könnte jetzt von diesem Von der Manufaktur. Manufaktur, von dieser Manufaktur etwas nehmen oder aus der Mitte. Ich habe hier vier rote Steine, das wird sich, glaube ich, für mich am meisten lohnen, wenn ich die nehme und hau die mal hier unten rein. Dann würde ich einfach einen roten nehmen. Drei blaue nehme ich doch mal gerne. Dann nehme ich noch den einen Stern. Und der gelbe wandert zu mir. Und dann fragt ihr euch sicherlich, wie man am besten Punkte bekommt. Und Punkte, und man muss diese Steine jetzt von der linken Seite in die rechte Seite auf das Tableau einrücken. Das bedeutet, ich ziehe diesen Stein einfach rein. Der würde einen Punkt geben, weil er alleinstehend ist. Jetzt wird sich auch erklären, wie ihr am meisten Punkte bekommt. Der wird jetzt auch eingerückt. Das bedeutet auch einen einzelnen Punkt, weil kein weiterer Stein hier angrenzt. Der wiederum geht hier rein. Ist auch ein Stein, der alleine ist. Deswegen gibt es auch nur einen Punkt. Und die beiden Steine, weil diese Reihen voll waren, werden wieder hier reingelegt. Und der Stein bleibt hier liegen, weil diese Reihe noch nicht vollendet ist. Genauso wie die rote Reihe. Warum geht der dann jetzt nicht da drauf? Weil die Reihe noch nicht vollständig ist. Ach, erst wenn hier ein Stein liegt. Wenn die komplett von derselben Reihe die Ah! Reihe vollendet ist. Okay, das ist doof. Dann kann ich das hier gar nicht machen. Ja, Genau. gut. Hätte ich vielleicht vorher erklären Macht müssen. Und nichts. -1 muss ich nach hinten gehen, weil ich genau als erstes aus der Mitte genommen Okay, habe. das heißt, dementsprechend würde ich den hier reinschieben. Dafür gehen wir am besten direkt mal vor. Zack. Der geht hier drauf. Die Genau. zwei kommen zurück, aber geben keine Punkte, ne? Genau. Die würden wieder hier Und reinkommen. wozu habe ich dann mehrere davon genommen, wenn das nichts bringt? Das ist das Spiel. Okay. Ich frage nur. Genau, da geht der dann hier hin, drei kommen wieder rein und das bleibt liegen, weil nicht voll. Das wäre jetzt die erste Runde. Jetzt sieht man an dem Spiel, das ist noch relativ unspektakulär, aber im weiteren Verlauf bekommt man dann auch Punkte, indem man die weiteren Steine einrückt. Exemplarisch kann ich euch das jetzt mal zeigen, wenn die zweite und dritte Runde gespielt werden würde und Manu in diesem Fall jetzt diese Reihe vollenden würde nach der zweiten Runde, dann würde dieser Stein reingezogen werden und dann würde er sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Punkte bekommen. Das bedeutet, er Jetzt macht würde alles jetzt Sinn. für den Stein 1, 2, 3, 4 Punkte. Also es gibt sowohl die vertikale, die Punkte, als auch die horizontale. Aber nur angrenzende. Also jetzt Nur nicht der angrenzend. nicht. Genau, das wäre Okay. jetzt für den Stein in dieser Runde 4 Punkte.
alleine 4 Punkte, nur für den Stein. Und das ist das Ziel, dass man nachher kombiniert, indem man so Punkte macht. Und dann kann man möglicherweise auch manchmal 7 bis 8 Punkte für einen einzelnen Stein bekommen, wenn man so Blöcke aufbaut. Mhm. Außerdem gibt es noch Punkte, indem man am Ende des Spiels für eine komplette horizontale 7 extra Punkte bekommt, das steht aber auch rechts unten als Legende. Für eine horizontale 2 Punkte und für eine vertikale 7 Punkte. Und wenn man alle auf der rechten Seite, alle Fliesen voll hat, einer Farbe, kriegt man noch 10 Zusatzpunkte. Okay. Also wenn man zum Beispiel alle Schwarzen abgedeckt hat, kriegt man 10 extra Punkte. Ja. Und das Spiel ist vorbei, wenn eine Person die komplette horizontale voll hat von 5 Steinen. Okay, und es werden natürlich immer weniger Steine und so schwieriger wird es, glaube ich, die wirklich voll zu kriegen. Und so ein bisschen Twist, man kann am Ende auch ein bisschen gegeneinander spielen, wenn man zum Beispiel möglicherweise unten schon ist das alles zugebaut und dann kann eine Person nicht mehr anlegen und dann muss sie möglicherweise die ganzen Steine hier unten anlegen. Wir hoffen, wir konnten euch heute Azul ein wenig näher bringen, beziehungsweise Lukas, weil er ist der Experte in dem Fall. Und ihr habt Bock, das zu spielen. Gerne kommentiert, wenn ihr noch Ideen habt. Danke und bis denn. Ciao.